And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. Challenger, only seconds after leaving the launch pad, according to NASA, has exploded. It just has the same seats that a normal car has. It's literally a normal car in space. And we're going back to the moon, back to the future, and this time, back to space. I should tell you that the first mission is scheduled to land on Mars on July the 4th, 1997. We will undertake extended human missions to the moon as early as 2015. We launched a new spacecraft as part of a re-energized space program that will send American astronauts to Mars. We will not only plant our flag and leave our footprint for an eventual mission to Mars. What you're seeing here is a mirage. It is Photoshop, but it's has to be. 5, 4, 3, 2, 1. Was Globusgläubige verstehen lernen sollten, ist, dass man nicht nur einfach den sich drehenden Erdball nimmt, ihn flach drückt und dann wieder ins heliozentrische Modell einbaut, als wäre das der einzige verunstaltete Planet, der flach ist und die restlichen Planeten sind rund. Kein Flacherdler hat das jemals behauptet und wird das auch nie, weil es eben nicht das ist, an was wir glauben. Die Erde ist kein Pfannkuchen, der durchs Weltall schwebt, und das wird man einen Flacherdler auch nie sagen hören. Wenn Sie sich tatsächlich mal die Zeit nehmen würden und das Thema selbst durchrecherchieren oder einem Flacherdler wirklich bis zum Schluss zuhören würden, würden Sie erkennen, dass es viel komplexer und viel einleuchtender ist. Sie haben alles so unter Kontrolle, dass jeder, der sich auf die Suche nach Informationen macht, zunächst nicht mehr findet als den Pfannkuchen, der durchs Weltall fliegt. Das schreckt die Menschen ab. Oder man sieht eine Schneekugel mitten im All, wo das Wasser an den Seiten runterfällt und man fragt sich, was soll das? Und wendet sich ab. Die Mainstream-Agenda ist dazu da, um ihr falsches Narrativ zu stärken. All diese Schlagstücke gegen die flache Erde, die seit 2016, 2017 auf YouTube zu finden sind. Seitdem kann man keine wirklichen Beweise und Inhalte mehr finden. Die Algorithmen der Suchmaschinen sind zu ihren Gunsten programmiert und man sieht ausschließlich die Contents, die dazu dienen, die Theorie der flachen Erde zu widerlegen. Es ist fast unmöglich geworden, die wahren Informationen zu akquirieren. YouTube spielte eine große Rolle. Nicht nur, dass nur ausgewählte Videos verfügbar gemacht werden, sondern auch, dass die Entscheidung, welchen Kanal man abonniert, bei Ihnen liegt. Bei mehreren Gelegenheiten habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich Abonnements aktiviert habe, um ein paar Tage später festzustellen, dass ich sie nicht mehr finden konnte. Entweder der Kanal war verschwunden oder über alle Maßen zensuriert worden. Es kann nur so gewesen sein, weil ich dieses Abo definitiv nicht rückgängig gemacht hatte. Es war einfach verschwunden. Und beim nächsten Versuch war es das Gleiche wieder. Es gibt eine massive Kampagne von Google, YouTube und all den anderen gekauften und gesteuerten Unternehmen, um die Theorie der flachen Erde zu diskreditieren. Warum gibt es unter jedem Video, das sich mit dem Thema auseinandersetzt, einen Haftungsausschluss, dass die flache Erde ein archaisches, antiquiertes und abgelaufenes Gedankenmodell ist, das in der Antike existierte? Denn ja, in der Antike waren die Menschen ja dumm. Sie wussten nicht, wie man gotische Kathedralen, Städte oder Pyramiden baut. Das Problem ist, Menschen, die sagen, die flache Erde sei etwas Dummes, denken das, weil sie an ein in der Tat dummes Modell der flachen Erde denken. Sie verspotten die Flacherdler und das ist absolut lächerlich. Seit 2015 erleben die Menschen, die Inhalte zum Thema flache Erde anbieten, die reine Hölle. Wir wurden von YouTube lächerlich gemacht, wir wurden getrollt, wir wurden bis zum Exzess zensuriert. Es ist sehr schwierig geworden, die Wahrheit nach außen zu transportieren. YouTube kontrolliert den Algorithmus. Wem gehört YouTube? Google. Das sind eben diese riesigen Unternehmen, die irgendwann gesagt haben, die flache Erde wird immer populärer, immer mehr versuchen, da etwas herauszufinden. Wir wollen aber nicht, dass da was herausgefunden wird. Das würde doch die Agenda, für die wir so hart gearbeitet haben, komplett über den Haufen werfen und zerstören. Wir verlieren die Kontrolle aufgrund der Technologie, die wir selbst lanciert haben. Also mussten sie sich einmischen. Das Zurückhalten von Wissen und Informationen ist definitiv eine Form von Kontrolle. Wenn Menschen, die neu zu diesem Thema kommen, mit der Recherche beginnen wollen, werden sie bei Google nichts als Regierungspropaganda gegen das Konzept der flachen Erde finden.
Wenn Sie sich an Google wenden, um irgendetwas in Bezug auf die flache Erde zu finden, werden Sie als erstes auf die Flat Earth Society treffen. Und das hat mit unserer Bewegung überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, es ist eine erfundene Organisation, die nur dazu dient, jemanden, der nach der Wahrheit sucht, genau von dieser abzulenken. Wenn Sie auf diese Seite gehen, werden Sie als erstes haltlose Beschuldigungen und eine Animation finden, die eine sich drehende, im All aufsteigende Scheibe zeigt. Ich versichere Ihnen, an das glaubt hier niemand. Wenn das Modell der Erdkugel so unantastbar und wahrhaftig wäre, wie Sie es behaupten, dann dürfte es doch gar nicht so bedrohlich sein, wenn jemand über eine stationäre Erde spricht. Wenn dann aber jemand mit Beweisen dafür an die Öffentlichkeit geht, wenn jemand zeigt, dass sie sich der Täuschung schuldig machen, dann werden sie nervös. Dann müssen sie Schadensbegrenzung betreiben. Und genau das sind diese Bots, Trolls und natürlich die Algorithmen bei Social Media. Das ist nur eine neue Form ihrer Lügen, die seit den 20er Jahren existiert. Aber auch davor haben sie schon nichts an Wissen über unsere Welt durchgelassen. Eines der Hauptargumente der Globusgläubigen ist, dass es seit 2000 Jahren bewiesen sei. Eratosthenes hat es doch damals mit seinen Schatten und Stöcken herausgefunden. Eratosthenes war vielleicht ein wahrer Mathematiker, vielleicht auch nicht. Wenn er die Form der Erde tatsächlich berechnen hätte können, hätte ihn das zu Michael Jordan unter den Mathematikern gemacht. Aber niemand hat ihn jemals in einem Buch erwähnt, erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Verrückt ist, dass ich mit einigen älteren Menschen gesprochen habe und die mir erzählt haben, dass in ihrer Schulzeit nie über Kopernikus oder Galileo gelehrt wurde. Gestalten wie Christopher Columbus oder irgendwelche anderen historischen Persönlichkeiten könnten genauso gut einfach nur erfunden worden sein, um einer falschen Agenda zu dienen. Das ist überall so. Wir haben jemanden in Kroatien gefunden, der uns erzählt hat, dass die flache Erde bis weit in die 1930er Jahre gelehrt wurde. Die meisten Menschen glauben, dass diese runde Erde gegen flache Erde Auseinandersetzung seit Tausenden von Jahren stattfindet. Nein, das tut sie nicht. Diese Täuschung ist brandneu. Sie erfinden Geschichten und Persönlichkeiten, um zu bestärken, dass wir auf einer Kugel leben. All unsere bekannten Figuren, die die Kugel bewiesen haben wollen, Galileo, Eratosthenes, Kopernikus, Bilder von ihnen zeigen, dass sie alle Freimaurer waren. Und ich behaupte, dass sie vielleicht gar nicht existiert haben. Unsere gesamte Geschichte ist eine Lüge. Ich habe Menschen getroffen, die mir erzählt haben, dass ihnen die flache Erde Anfang der 60er Jahre in der Schule beigebracht wurde. Die flache Erde unter Globus. Und auf einmal war die flache Erde verschwunden. Ich habe im Februar 2020 Ruth interviewt, eine 102 Jahre alte Dame. Ihr wurde die flache Erde in einer öffentlichen Schule in Connecticut beigebracht. Wie heißen Sie? Ruth Heath. Und wie alt sind Sie? 102 Jahre. 102. Also wurden Sie wann geboren? 1918. 1918. Wir haben gerade miteinander geredet und ich habe Sie gefragt, was für eine Form unsere Erde hat. Was hat man Ihnen in der Schule beigebracht? Mir hat man in der Schule beigebracht, dass die Erde flach ist. Wo sind Sie zur Schule gegangen? Ich habe die Spring Glen Grundschule in Hamden, Connecticut besucht. Was für ein Gefühl ist das, für Sie zu erkennen, dass Sie als Kind richtig lagen? Ich fühle mich besser deswegen. Ja. Ich fühle mich lebendig. Ja, das ist es doch. Ich habe auch fast mein ganzes Leben an das geglaubt, was mir beigebracht wurde. Ja. Und als ich dann die flache Erde entdeckte, als ich begriff, dass wir der Mittelpunkt der Schöpfung sind, dass wir wichtig sind. Das stimmt. Man fühlt sich besser deswegen. Das stimmt. Das stimmt. Wir sind Gottes Kinder. Und dann all diese Probleme in der Welt? Ich habe gute Neuigkeiten für Sie. Sehr viele dieser Probleme, die Sie uns in den Nachrichten zeigen, sind nicht mal real. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sie halten uns nur fest in der Angst. Das stimmt. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass Sie nur das sagen, was die Menschen glauben sollen. Dass wir nie auf dem Mond waren? Dass das alles gelogen war? Wirklich? Ja. Das habe ich alles damals gesehen. Ja, ich auch. Und wir alle haben es geglaubt. Aber es war nur eine Lüge, um den Menschen vorzumachen, sie könnten auf einer Kugel existieren und herumgehen. Oh, das ist doch so eine Lüge. Ja, aber zu wissen, dass es eine Lüge ist, das ist wie eine Zaubershow. Ich bin aufgewacht. Ja. Und genau so nennen wir das heute. Das ist der Moment des Erwachens. Wenn man dem Zauberer beim Zaubern zuschaut und weiß, wie die Tricks funktionieren, wenn man nicht mehr dran glaubt, dann ist man frei von der Illusion. Das Wissen befreit dein Herz.
Da muss ich weinen. Das ist okay. Da muss ich weinen. Das sind Tränen der Freude. Ja, ja, danke. Danke. Rockefeller scheint eine wichtige Rolle in dem Ganzen zu spielen. Er rief das allgemeine Schulwesen ins Leben und war immer stark involviert im Bildungssystem. Tatsache ist, die Leute, die damals die Handhabe hatten, haben sie heute immer noch. Ob sie es weiter vererben oder die Namen ändern sich, wie auch immer. Wenn der Name Rockefeller fällt, ist es mit Sicherheit immer in einem fragwürdigen Zusammenhang. Es ist für mich ein riesiges Warnsignal, dass sie ohne weiteres alles, was wir wissen, einfach ändern und beeinflussen können. Unsere ganze Geschichte. Und daraus eine große Täuschung machen, die immer und immer und immer wieder gelehrt wird. So lange, bis es zur allgemeinen Norm wird. Der gleiche Mann, der gesagt hat, ich möchte keine Nation von Denkern, ich möchte eine Nation von Arbeitern, war auch derjenige, der Anfang des 20. Jahrhunderts wegen Verletzung des Kartellrechts schuldig gesprochen wurde. Er hat sich trotzdem infolgedessen in alle Bildungssysteme einkaufen dürfen und finanzielle Unterstützung garantiert, mit der Bedingung, dass diese Narrative und Lehren ab jetzt unterrichtet werden. Wenn ihr das tut, dann bekommt ihr eure Nation von Arbeitern, die nicht denken. Und genau das ist aus uns Menschen geworden. Das sollte uns doch etwas sagen. Warum dürfen wir nicht offen reden über das Ding, auf dem wir im wahrsten Sinne des Wortes stehen? Warum ist das so? Das Wissen, dass es einen Schöpfer gibt? Natürlich, das ist einer der Hauptgründe für diese große Täuschung. Gleichzeitig steht es außer Relation, was passieren würde, wenn eine Milliarde Menschen herausfinden würden, dass es mehr Land gibt. Es geht um geheimgehaltenes Land. Ich denke, es ist möglich, dass sie uns Land verschweigen, das hier irgendwo unter uns ist. Und ich denke, dass der Antarktis-Vertrag sehr, sehr, sehr verdächtig ist. Da muss mehr dahinter stecken. Sie waren sehr genau bei der Implementierung des Antarktis-Vertrags, um zu vermeiden, dass die Menschen die Wahrheit entdecken. Sie wollen nicht, dass wir von diesem zusätzlichen Land erfahren. Wurde nicht schon immer Krieg geführt wegen mehr Land? Ist es nicht das, was immer passiert? Krieg wegen mehr Land? Aber nicht in der Antarktis. Aber nein, dort gibt es keinen Krieg. Da sind sich alle einig. Du darfst da nicht hin. Nichts darf dort erforscht oder betreten werden. Dieser Vertrag trat 1959 in Kraft und darf nicht mal angefochten werden bis ins Jahr 2041. Der längste gültige Vertrag, den alle ausnahmslos unterschrieben haben und der immer noch gültig ist. Die Antarktis ist das Gefäß unserer Weltmeere. Was liegt dahinter und warum verstecken die Regierungen das vor uns? Warum ist die Antarktis komplett tabu? Bis auf eine kleine Halbinsel vor Südamerika. Und die Leute sagen, klar, man darf doch in die Antarktis reisen. Wir haben alles versucht, ich wollte eine Crew hinschicken, aber es wird alles abgeschmettert. Man darf nur auf diese kleine Halbinsel, um sich die Pinguine anzuschauen. Und dann hört man, aber ich habe Freunde, die am Südpol waren. Ja, die haben die Pinguine gesehen, das war alles. Zu behaupten, dass man die Antarktis gesehen hat, ist ungefähr so, als würdest du in New Jersey sitzen und behaupten, du wärest in Kalifornien. Es gibt ungefähr 100 Reiseveranstalter, wo du für viel Geld eine geführte Tour zu dieser Halbinsel buchen kannst. Und alle diese Veranstalter gehören letztendlich einer Person. Sie lassen niemanden in die Antarktis. Wir sind seit circa 5 Minuten jenseits der Seegrenze Richtung Süden unterwegs. Da ist ein australisches Kriegsschiff. Es kommt auf uns zu. Bad Boys, hier spricht das Kriegsschiff Hobart. Sie sind in einer maritimen Sperrzone unterwegs. Bitte verlassen Sie sofort die Gewässer.
Wenn die Menschen sich fragen, warum diese Lüge existiert, dann ist eine der wichtigsten Antworten, weil sie mehr Land verbergen wollen. Was, wenn wir wirklich frei sein könnten? Der einzige Grund für das alles ist eben das zusätzliche Land. Denken Sie mal darüber nach. Wenn es mehr Land gibt, mehr natürliche Ressourcen und Bodenschätze, wenn es mehr Essen für unsere verhungernden Kinder gäbe, wenn es mehr Platz gäbe, um dem Kinderhandel zu entkommen, wenn es Orte gibt, wo es andere Zivilisationen gibt, denen wir uns anschließen könnten, wo man nicht bezahlen muss für Grundwasser, für freie Energie, für Grundbesitz. Was ist, wenn es mehr Land gibt? Niemand darf die Antarktis erforschen. Punkt. Denn wenn die Menschheit herausfinden würde, dass es mehr Land da draußen gibt, dann ist die ganze heliozentrische Theorie vom Tisch. Sie können nicht noch zusätzliche Kontinente unten an der Kugel hinzufügen. Deswegen halten sie es unter Verschluss. Es gibt Beweise da draußen dafür. Es gibt alte Karten, vor allem die tausendjährige japanische Kobayashi-Weltkarte, die Kontinente und Länder außerhalb der Eiswand zeigt. Warum also wird die Globus-Theorie weitergegeben und unterrichtet? Der Globus ist ein Gefäß. Er beinhaltet alle uns bekannten Länder. Die Jesuiten und die Freimaurer brauchten ein neues Modell, weil sie eine neue Weltordnung schaffen wollten. Auf einer Kugel oder einer Schneekugel gibt es nur diese 7 Kontinente. Mehr gibt es nicht. Es ist alles sehr begrenzt. Unsere Vorräte sind begrenzt. Ressourcen werden knapp, weil die Erde eine Kugel ist, richtig? Es ist eine abgeschlossene Sache. Aber wenn man es aufmacht, wenn es tatsächlich mehr Land gibt, dann bedeutet das auch neue Ressourcen. Und das ist eine riesige Sache, wenn sie das verbergen. Es gibt eine Szene in der Truman Show, wo Truman sagt, ich möchte eines Tages Forscher werden. Ich möchte eines Tages Forscher werden. Oh, und du bist zu spät. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Man muss sich nur vorstellen, wenn es noch viele weitere schöne Orte gibt, herauszufinden, dass da so viel mehr Land ist, eröffnet wieder viele Türen für neue Entdeckungen. Schon mal von den Augenzeugenberichten in den Büchern Die Eiserne Republik, Der in eine Feuerwolke gehüllte Gott oder Worlds Beyond the Poles gehört? Im späten 19. Jahrhundert gab es eine Serie von Artikeln, erschienen im Florida Magazine, über einen Politiker, der es müde war, alles, was vor sich ging, hinzunehmen. Er chartete ein Schiff mit Crew und machte sich auf den Weg zur Antarktis. Er fand tatsächlich einen Durchgang, kam wieder zu einem Ozean, war für circa einen Monat orientierungslos und stieß schlussendlich auf ein Land mit einer großen Stadt, wo sie landeten. Es handelte sich um eine sehr fortgeschrittene und völlig fremde Zivilisation, sehr freundlich, und sie blieben eine Weile dort. Er schrieb über all die Erfahrungen, die sie dort machten. Im späten 19. Jahrhundert sprach man also über mehr Land jenseits der Antarktis. Denkt daran, das Wort außerirdisch, extraterrestrial, bedeutet übersetzt zusätzliches Land. Sie sagen uns, dass es mehr Land gibt, über das sie aber nicht sprechen. Es ist auch möglich, dass es in unseren Weltmeeren mehr Land gibt, da, wo es auf unseren Karten nur blau ist. Niemand weiß davon, weil niemand dort mit Schiffen herumfährt, mit dem Flugzeug darüber fliegt und danach sucht. Niemand erstellt dort Karten. Haben Sie schon mal was von Flugverbotszonen gehört? Man darf zum Beispiel nicht in der Nähe des Arktischen Kreises fliegen oder in der Nähe des Antarktischen Kreises. Der Grund dafür ist, dass es dort Land gibt, von dem wir nichts erfahren sollen. Sie wollen nicht, dass dieses Land entdeckt wird. Alle diese korrupten Systeme, die unser Geld stehlen, unsere Kinder entführen, fürchterliche Dinge tun, verlassen sich darauf, dass die Herde zusammenbleibt, wie Sklaven auf der Plantage. Deswegen ist das Wissen über die flache Erde das wichtigste Wissen, das wir erhalten können, weil es mehr Land gibt. Seht nicht uns an und fordert, beweist es. Sie werden nicht erlauben, dass wir es beweisen. Wir sind nicht die Zurückhaltenden hier. Wir werden davon zurückgehalten, es zu beweisen. Und genau deswegen spekulieren wir. Wenn das kein Warnsignal ist, was dann? Sie lassen es nicht zu. Wenn sie es zulassen und wir finden dort nichts, gebe ich gerne zu, falsch gelegen zu sein. Aber alle Zeichen weisen darauf hin, dass sie Land vor uns verbergen. Wir brauchen für alles, was wir tun, eine Erlaubnis.
Wir brauchen eine Genehmigung, die Liebe unseres Lebens zu heiraten. Wir brauchen eine Genehmigung, um uns frei zu bewegen. Glaubt ihr allen Ernstes, dass wir frei sind? Wir sind nicht frei. Wir sind freilaufende Hühner, die in einem Gebiet gehalten werden, das begrenzt ist und dessen Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Sonst wird man bestraft oder erschossen. Bleib auf der Plantage, tu, was dir gesagt wird, zahl deine Steuern und halt den Mund. Stimmt's? Wenn es tatsächlich mehr Land gibt, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dann ist das der ultimative Grund, die Menschheit anzulügen. Da geht es nicht nur darum, dass ein Ort versteckt gehalten wird, der mehr Ressourcen und Bodenschätze verspricht, sondern auch darum, dass uns Freiheit vorenthalten wird. Denn sie wissen, in dem Moment, wo wir herausfinden, dass es einen Ort ohne Diktaturen gibt, mit genügend Platz für jeden, dann wären wir weg. Es gibt genug von allem. Da ist so viel mehr Land da draußen, so viele Dinge zu entdecken. Aber sie wollen uns hier halten. Uns festhalten und uns einreden, dass es nicht mehr gibt als das, was wir kennen. Was würde passieren mit den Goldpreisen und den natürlichen Reserven, wenn es mehr Land gibt? Gold darf nicht einen Dollar pro Unze kosten. Benzin darf nicht 10 Cent pro Liter kosten. Wir könnten alle jeder Tausende von Quadratmetern Land für uns haben. Das ganze System würde zusammenbrechen. Punkt. Auf der anderen Seite haben wir dann noch den Norden, der auch tabu ist. Ich begab mich auf meine erste offizielle Reise. Ich reiste mit meinem Vater und meinem Großvater Sinclair hinauf zum Nordpol. Das war tatsächlich eine sehr glamouröse Destination. Und ich überlegte, dass ich nun endlich eingeweiht würde in das Geheimnis rund um diese arktische Hochsicherheitsstation. Und ich lag genau richtig. Wir fuhren langsam an Gebäuden vorbei und waren auf einer sehr speziellen Top-Secret-Mission. Und da verstand ich endlich, wie mächtig und wunderbar mein Vater war. Der Nordpol, das ist ganz was Großes. Ich habe schon immer darüber nachgedacht, gibt es dort auch verstecktes Land? Gibt es vielleicht einen weiteren Kontinent im arktischen Meer? Sie könnten dort natürlich Land verbergen. Viele alte Landkarten zeigen uns Hyperborea, 4 Kontinente und in der Mitte Axis Mundi. Und ich glaube, genau das befindet sich dort. Ich glaube, dort ist Mount Meru und er sendet akustische Signale. Da oben geht auf jeden Fall irgendetwas vor sich. Und wenn man lange genug darüber nachdenkt, warum zeigt ein Kompass Richtung Norden? Das allein ist doch schon seltsam. Was wäre, wenn wir alle unsere Kompasse nehmen und immer weiter Richtung Norden gehen, bis er es nicht mehr anzeigt? Ein Kompass wird immer nach Norden zeigen. Dort muss es irgendeine Art von Kraftfeld, irgendeine Energie, Frequenz oder Vibration geben, die all diese Nadeln nach Norden zieht. Es ist doch verrückt, dass alle Kompasse nach Norden zeigen, zum Nordpol. Keiner zeigt nach Süden. Es gibt also keinen Südpol. Alle Kompasse sagen, kommt nach Norden. Compass heißt übersetzt, komm und fahre durch. Dort ist irgendetwas. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und es ist einfach verrückt, dass sie das vertuschen. Und das schon seit so langer Zeit. Es gibt alte nordische Zivilisationen. Man hat gehört vom Rupes Nigra und von Mount Meru, einem gigantischen magnetischen Berg, genau in der Mitte des Pols. Eine riesige magnetische Masse oder eben ein Berg, der alle Kompassnadeln nach Norden zeigen lässt. Als ich in die Schule ging, zeigten sie uns eine National Geographic-Dokumentation über Expeditionen zum Nordpol. Aber sie ließen es alles so fürchterlich aussehen, so eisig und dunkel, dass kein Kind jemals sagen würde, hey, ich will zum Nordpol reisen. Wenn du dir irgendeine Dokumentation anschaust über den Nordpol oder über jemanden, der es gewagt hat, dorthin zu gehen, wirst du immer nur irgendeinen Kerl sehen, der sich durchs Eis kämpft, der ein kleines Gerät in der Hand hält und er sagt, 3, 2, 1, der Nordpol! Aber das ist doch nicht der Nordpol, bitte. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Das ist eine Karte. Mein Vater zeigte mir einst so eine Karte. In dem Kreis ist deine Welt und meine Welt und noch viele andere.
Der dunkle Turm steht in der Mitte aller Dinge. Und er steht da seit es die Zeit gibt. Und von ihm geht sehr starke Energie aus. Ich denke, es ist möglich, dass es ein Loch am Nordpol gibt, das ein Teil des elektromagnetischen Torus ist und von dem grünes Licht ausgeht, das wir als die Nordlichter kennen. Der Nordpol ist die Mitte der Erde. Es ist ein Hyperboloid. Weil wir in einem toroidal ausgerichteten Sonnensystem leben, muss es eine Trägheitsebene geben, die es in der Mitte kreuzt und so die Form einer Hyperboloid-Sanduhr ergibt. Im Sanskrit wird er Mount Meru genannt. Und warum dürfen wir uns nicht mal in die Nähe dieses Ortes begeben? Einfach, weil man dort nicht hingehen kann. Es ist ein magnetischer, toroidaler Hyperboloid. Und deswegen kann man nicht mal in die Nähe des Nordpols in der Mitte der Erde fliegen. Admiral Richard Byrd gab bekannt, dass er mehr Land gefunden hat, sowohl im Norden als auch im Süden. Es gibt ein Buch, Der in eine Feuerwolke gehüllte Gott, eine Geschichte über Vater und Sohn, die mehr Land finden und ein Volk von Riesen, die über Technologien verfügen, von denen wir nur träumen können. Kartografen haben Karten erstellt, wo sich Land im Zentrum der Erde befindet. Es gibt also genug Hinweise, dass es existiert. Ich würde auf mein Leben schwören, dass es Land im Norden gibt. Es wird nur genauso streng bewacht wie das im Süden. Man kann nicht einfach sagen, ich schau da mal nach, mach ein paar Fotos und ein paar Videos. Das kannst du vergessen. Man wird genauso abgeschmettert, im Norden wie im Süden. Bis ins späte 17. Jahrhundert gab es auf den Karten vier Landmassen rund um den Nordpol. Kurz danach verschwanden sie langsam ins Nichts. Das kann jeder für sich selbst verifizieren. Schaut euch die Karten von damals an. Es ist alles da. Aber dann wurden sie Stück für Stück aus der Geschichte gelöscht. Was also verstecken sie am Nordpol? Wenn wir uns all diese Beweise anschauen, all diese Augenzeugenberichte, dann würde das Urteil zu dieser Täuschung lauten: schuldig. Sie wären schuldig. Sie bewegen sich mit 1000 Meilen pro Stunde, während die Erde sich dreht. Das bedeutet 18 Meilen pro Sekunde, alles in einer Umdrehung um die Sonne und man spürt nichts davon. Ja? Nichts. Und wenn man dadurch von der Erde wegkatapultiert werden würde, hält uns aber die Schwerkraft zurück. Also, welche Kraft katapultiert uns? Die aufwärts wirkende Zentrifugalkraft subtrahiert sich von der Schwerkraft, die von der Erde ausgeht. Subtrahiert sich. Okay. Also Chuck, was wiegst du gerade? Circa 190 Pfund. Okay, sagen wir 190 Pfund. Okay. Also schauen wir uns die Mathematik an. Wenn du nach Ecuador fährst, wir sind ja in der westlichen Hemisphäre, also lassen wir es mal dabei. Wenn du nach Ecuador fährst, wiegst du nicht mehr 190 Pfund, dann sind es nur 185. Was? Ja, so stark ist es. Wenn ich meine Rechnung richtig gemacht habe, und das habe ich, glaube ich, dann wiegst du etliche Pfund weniger, wenn du am Äquator lebst, als anderswo. Einfach, weil die sich drehende Erde dich wegkatapultieren will. Toll. Ja. Ja. Wenn die Erde sich wirklich mit 1000 Meilen pro Stunde dreht, mit einer Flugkurve, dann fallen wir mehrere Meilen pro Minute. Aber irgendwie macht diese physikalische Trägheit gar nichts mit diesen Steinen hier. Sie sind in perfekter Balance. Fakt ist, die Erde ist stationär. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Keine Pseudowissenschaft. Im Jahre 1879 hat George Airy, ein renommierter Astronom, ein teleskopisches Experiment gemacht, um zu beweisen, dass die Erde stationär ist.
Dann gibt es Parallax, auch bekannt als Samuel Rowbotham, der im späten 19. Jahrhundert eine Versuchsreihe erstellte über die Bedford-Level-Experimente, wo er über eine Distanz von 6 Meilen feststellte, dass keine Krümmung berechnet werden konnte, die aber eigentlich 16 Fuß hätte betragen müssen. Keine Krümmung war zu sehen. Dann haben wir Michelson, Morley und Zeniak im frühen 20. Jahrhundert mit ihren Interferometern, die diesmal mit der Hilfe von Licht anstelle von Teleskopen bewiesen haben, dass sich der Äther über dem Erdfeld bewegt, aber die Erde stationär ist. Und dann gibt es noch das Michelson-Gale-Experiment, mit dem in den 1930ern bewiesen wurde, dass die Erde unbeweglich und stationär ist. Meiner Meinung nach ist eines der beeindruckendsten Experimente das von Marconi, der im Jahre 1901 Sender aufgestellt hat, um Radiowellen, also kabellose Signale, über den Atlantischen Ozean zu senden. Ein Sender in Europa, ein Sender in Kanada. Der Buchstabe S war das erste Signal, das gesendet wurde. Und es funktionierte. Fast 2000 Meilen über den Ozean hat das Signal gesendet. Es gibt keine Krümmung. Sie reden von einer 600-Meilen-Krümmung zwischen den zwei Punkten. Aber es hat funktioniert. Weil Wasser immer plan ist. Und ich glaube, es ging zu dem Zeitpunkt gar nicht um das. Es ging mehr um seine Technologie. Haben wir das jemals in der Schule erfahren? Nein. Kommen wir zu Pier Luigi Igina, ein Kollege von Marconi, der, bevor er starb, Menschen in seinem Labor bewies, dass die Erde stationär ist. Geht auf meinen Kanal Mr. Astrotheology und schaut euch die Videos über Mr. Pier Luigi Igina an. Wie er mit der Hilfe von Blitzlichtern ganz einfach selber beweisen kann, dass die Erde stationär ist. Jedes wissenschaftliche Experiment im Laufe der Zeit, das nach tatsächlicher Umdrehung oder der Krümmung gefragt hat, hat das Gegenteil bewiesen. Aber das wird nicht in den Schulen gelehrt. Geht an einem ruhigen Morgen nach draußen und sucht euch einen See, der wie Glas aussieht. Eure Sinne werden euch zeigen, dass sich nichts bewegt. Wir Flacherdler haben die wahre Wissenschaft auf unserer Seite. Und die Globusgläubigen haben die Pseudowissenschaft. Eigentlich haben sie nur Einstein, der gesagt hat, ich komme zu dem Schluss, dass kein optisches Experiment die Bewegung der Erde nachweisen kann. Aber die Erde bewegt sich doch. Science! Ja, Albert Einstein. Ich rate Leuten immer, schaut euch Albert Einstein in seinen Interviews an. Interviews. Er liest alles ab. Er liest Notizen ab, die ihm jemand gegeben hat, so wie heutzutage im Fernsehen. Es gibt kein Experiment, das bewiesen hat, dass die Erde sich bewegt. Die Erde dreht sich mit 1040 Meilen pro Stunde. Man kann es zwar nicht fühlen, man kann es nicht messen, nicht beobachten, du kannst es nicht simulieren, aber vertraut uns. Es gibt kein einziges Experiment, nicht eins, das beweist, dass die Erde sich dreht oder geschweige denn sich bewegt. Es gibt allerdings ein Experiment, das sich bewiesen hat, in dem Film Behind the Curve. Bob Nodell sprach über den Ringlaserkreisel, der zeigte, dass es offensichtlich eine 15-gradige Bewegung gibt im Laufe eines Tages. Als wir den Laserkreisel angeschaltet haben, entdeckten wir, dass es eine Bewegung gibt. Eine 15-Grad-Bewegung pro Stunde. Das wurde völlig aus dem Zusammenhang gerissen gesendet. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Experiment in einer größeren Höhe wiederholt. Und da zeigte sich eine ganz andere Umdrehungsgeschwindigkeit. Und das beweist eindeutig, dass nicht die Erde sich dreht, sondern der Äther, das Kraftfeld darüber. Netflix ist Mainstream. Netflix bietet das alternative Mainstream-Narrativ. Netflix darf gar nicht etwas Gegenteiliges behaupten, sonst würden sie Verträge und Akkreditierungen verlieren. Eine Dokumentation, die eigentlich eine Verhöhnung ist. Wer auch immer diesen Film gemacht hat, ist ein Lockvogel der Regierung und sie versuchen nur, die Wahrheit zu vertuschen. Sie versuchen es zu verstecken. Er beweist aus Versehen, dass die Erde eine Kugel ist. Ja, es war einfach der größte Mic Drop und ich finde es großartig, wie du alles einfach ausgelöscht hast damit. Das Blöde ist nur, dass wir mittlerweile über Technologien verfügen, die ihre Lügen überholen.
Wir haben jetzt den Zeitraffer. Stellt euch das mal vor. Den können wir auf den Himmel richten und dann sehen, dass sich alles über uns Jahr für Jahr, Tag für Tag, Stunde für Stunde dreht. Jeden Tag sollten doch eigentlich andere Sterne, irgendwelche Sterne über unserem Himmel zu sehen sein. Wenn wir tatsächlich 650 Millionen Meilen pro Stunde zurücklegen, was 870.000 Mach entspricht, glaubt ihr wirklich, dass wir jedes Jahr 5,5 Trillionen Meilen durchs All fliegen? Jedes Jahr, und trotzdem drehen sich immer wieder die gleichen Sterne über uns. Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Jahr für Jahr für Jahr. Und doch verändert oder verzerrt sich keine einzige dieser stellaren Konstellationen. Sie werden nicht heller. Seit Beginn der geschichtlichen Aufzeichnungen ist kein Stern heller geworden oder dunkler. All diese Konstellationen sehen heute genauso aus wie vor Tausenden von Jahren. Keine Positionsveränderung oder Verzerrung. Der Polarstern hat sich noch nie bewegt, seit Anbeginn der Geschichte. Stellt eure Kamera mit Zeitraffer auf den Polarstern ein und beobachtet Gottes vollkommenes Uhrwerk. Und wir bewegen uns aber 5 Trillionen, 694 Millionen Meilen durchs All. Jedes Jahr. Wenn ihr das glaubt, dann kann ich nur gratulieren. Das nennt man nämlich Bildung, Indoktrination und Verdummung. Wenn man in der Filmgeschichte zurückblickt, Universal Films begannen mit einem Logo, wo der Globus zu sehen war, aber erst in den 1920ern wurde es animiert und man sah die sich drehende Weltkugel und es gab sogar eine Variante, wo ein Flugzeug im Vorbeifliegen eine Art Chemtrail in Form eines Schriftzuges hinterlässt, wo dann stand Universal Pictures. Zu diesem Zeitpunkt war noch nie jemand hoch genug oben gewesen, um zu sehen, ob es von dort aus wirklich so ausschaut. Sie wollten also schon damals definitiv die Vorstellung eines Globuses in den Köpfen der Menschen installieren. Universal war zu Beginn der Filmgeschichte eines der erfolgreichsten Studios. Deswegen haben schon damals viele Menschen im Kino diese Kugel gezeigt bekommen. Sie zeigen dir also vor jedem Film, den du dir anschaust, diesen Globus, um dein Gehirn zu programmieren. Sie haben es uns schon gezeigt, bevor sie überhaupt dort hinaufgefahren sind, um herauszufinden, was es eigentlich ist. Ich glaube, der erste Mann, der sich dort oben umgeschaut hat, war Professor Auguste Piccard, aber das wird uns in der Schule nicht erzählt. Aus praktischer Sicht ist Professor Piccards Experiment von ausgesprochen hoher Wichtigkeit. Diese Zeitlinien, diese Daten, das sind Fakten. Auguste Piccard enthüllt in den 30er Jahren in einem tatsächlichen Artikel in einem wissenschaftlichen Journal, dass die Erde aus der Stratosphäre aussieht wie ein flacher Diskus mit einem nach oben gebogenen Rand. Neben der Programmierung durch Universal gab es dann noch die von Walt Disney, der ziemlich genau 15 Jahre lang durchgehend Dokumentationen über das Weltall verbreitete. In den 1950ern gab es ziemlich abgehobene Propaganda. Eine Dokumentation trug den Titel Man in Space. Da wird davon gesprochen, wie man Menschen mit Raketen zum Mond bringen könnte. Und wenn man dann weiterschaut, finden wir Richard E. Byrd, der in der Sendung Das Longines-Chronoskop den Leuten erzählt. Erstaunlicherweise gibt es in unserer Welt noch ein Gebiet etwa so groß wie die Vereinigten Staaten, das noch nie von einem Menschen gesehen wurde. Kurz nachdem Byrd dieses Interview gab, wurde der Antarktis-Vertrag aufgesetzt und unterzeichnet. Und ein Jahr später entsteht die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA. Fast 0 Uhr hier in Cape Canaveral sehen wir hier in großen 16mm Aufnahmen einen Affen, der selektiert und speziell trainiert wurde, um ins Weltall zu fliegen. Zwei Affen wurden ausgewählt für den Job. Sie werden Abel und Baker genannt. Tatsächlich sind die Affen wohlbehalten in der Nähe von Antigua wieder gelandet und haben so den Weg geebnet für die bemannte Raumfahrt. Sie schleichen sich hinein und werden zu den Türstehern deines Geistes.
Sie gehen ganz sicher, dass die Menschheit davon überzeugt ist, auf einem sich drehenden Ball zu leben. Das ist ihr einziges Ziel. Das war immer ihr einziges Ziel. Magie des Ingenieurwesens. Ich würde sofort eine Maske tragen, aber leider ist uns die Technologie irgendwie abhanden gekommen. Es kann Tage, manchmal Wochen dauern, um ein einziges Bild herzustellen und dann die überwältigenden Endergebnisse, die uns alle weiter träumen lassen. NASA vertuscht die verdammte Tatsache, dass die Erde flach ist. Warum? Es ist in Ordnung, wenn ich sage, ich habe ein Weitwinkelobjektiv. Die sind ja auch sehr praktisch. Man bekommt viel mehr Architektur auf ein Foto. Und zum Beispiel für Immobilienmakler ist es sehr zuträglich. Aber wenn man es zu viel und zu oft verwendet und den wahren Grund dafür nicht nennt, dann wirft das Fragen auf. In 1923 wurde das Fischaugenobjektiv erfunden. Diese Raumfahrtbehörden hatten dadurch schon einen Vorsprung. Ursprünglich musste man für so ein Objektiv etwa $27.000 bezahlen. Das war zum damaligen Zeitpunkt so viel wie heute $100 oder $200.000. Und Leute sagen mir, Hibbler, das gestehe ich dir zu. Die NASA ist eine verlogene staatliche Einrichtung. Aber was ist mit Red Bull? Das ist doch einfach nur ein Energy Drink. Und ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen, wie Felix Baumgartner aus der Kapsel gesprungen ist. Flacherdler haben das in hervorragender Art und Weise entlarvt. Natürlich ist es ein Fischaugenobjektiv, das steht außer Frage. Was aber die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass Neil deGrasse Tyson, der moderne und extrem beliebte Wissenschaftspapst, ach, der ist ja so schlau. Ja, er ist schlau insofern, als dass er weiß, dass wir die ganze Sache komplett bloßgestellt haben. Und dieser Kerl, der aus einem wirklich perfekten Ballon rausgehüpft ist, Felix Baumgartner und sein Sprung am Rande des Alls. Ich hab ja kein Problem, wenn er sowas macht. Aber die Wahrheit würde seine Leistung in den Augen der Menschen dann doch sehr schmälern. Und noch dazu sind sie sicher gegangen, ihn da oben mit einem großzügigen Weitwinkelobjektiv zu zeigen, das horizontale Linien zur Kurve biegt. Und deswegen sehen wir die vermeintliche Krümmung der Erde aus dem All und alle sind beeindruckt. Wow, der ist ja im All. Aber nein, in dieser Höhe sieht man nicht die Krümmung der Erde. Man sieht sie einfach nicht. Das Zeug ist flach. Wir haben Neil deGrasse Tyson dermaßen unter Druck gesetzt. Er musste sich offenbaren. Er hat Felix Baumgartner mit seinem Fischaugenobjektiv komplett entlarvt. Es gibt keine Krümmung auf dieser Erde. Abgesehen davon, dass sie uns verkaufen wollen, dass man die Krümmung erst in einer Höhe von 23 Meilen sehen kann. Auch wenn noch so viele Menschen schwören, sie hätten aus dem Flugzeug in 10 Meilen Höhe eine Krümmung gesehen. Und euer Priester Neil deGrasse Tyson gibt aber zu, dass man in einer Höhe von 23 Meilen immer noch keine Krümmung sehen kann. Wie fühlt ihr euch da? Ja, ist ja nicht so wichtig. Na gut. Auch wenn Felix Baumgartner selber behauptet hat, er hätte die Krümmung gesehen. Es ist fast überwältigend, wenn man dort steht in einem Druckanzug und das Einzige, was du hören kannst, ist dein eigener Atem.
Du siehst die Krümmung der Erde, du siehst, dass der Himmel tiefschwarz ist. Das sind 120.000 Fuß, viermal so hoch wie die Flughöhe normaler Passagierflugzeuge. Also, dieser Schwachsinn sollte uns doch zu denken geben. Wer lügt hier? Aber ihr glaubt nicht, dass dahinter eine Agenda steckt? Dass das vorsätzliche Lügen sind? Spulen wir vor in die unmittelbare Vergangenheit. Richard Branson, dieser hässliche Hund. Mr. Milliardär himself. Er ist offiziell der erste Milliardär, der ins All fliegt. Richard Branson. Also da geht jemand 63 Meilen in die Höhe? Natürlich würden alle annehmen, dass man diese riesige Erdkrümmung sehen kann von da oben. Man ist ja immerhin 63 Meilen weit oben. Richard Branson ist also angeblich 63 Meilen hochgeflogen. Und natürlich kriegen wir nichts als Aufnahmen mit dem Weitwinkel zu sehen. Und dann kommt wieder dieser Neil deGrasse Tyson auf den Plan. Diesmal um Schadensbegrenzung zu betreiben. Ach übrigens, Sie haben zwar nicht gefragt, aber ich möchte es Ihnen trotzdem sagen. Wissen Sie, wie hoch über der Erde er war? 63 Meilen. Ja, okay. Nehmen wir mal einen normalen Schulglobus. In Relation dazu ist er ungefähr 2 Millimeter über der Erdoberfläche. Niemand kann aus der Höhe die Erdkrümmung sehen. Nur, dass wir das verstehen. Man kann die Krümmung nicht aus einem Flugzeug sehen, richtig? 10 Meilen? Sind wir uns einig? Ja? Okay, gut. 10 Meilen Höhe, keine Krümmung. Red Bull, 23 Meilen, keine Krümmung. Branson, 63 Meilen, keine Krümmung. Also, wo ist denn jetzt genau diese Krümmung, auf die Sie so schwören? Denn wenn wir auf einer Kugel leben, und da ist es ganz egal, wie groß dieser Ball ist, ganz egal, er könnte viermal so groß sein wie die angebliche Erdkugel. An irgendeinem Punkt müsste man eine physikalisch messbare Krümmung sehen. Das soll ja auch der Horizont darstellen. So bewegt sich doch die Sonne. Ich meine, alle Theorien rund um die Erdkrümmung werden doch hier untergraben. Das passiert mit einer neuen Firma. Das hier ist der Bereich Fiktion. Fiktion bedeutet, dass es alles erfundene Geschichten sind. Oh, Elmo, ich wette, wir können hier dein Buch über Galactic Gale finden. Opa, Jammer, ich hoffe es! Wir wissen doch alle, wer unsere wahren Feinde sind. Die sogenannten Globalisten. Mit ihren falschen Idolen und Götzen, die schon im Kindergarten auf den Tischen stehen. Der falsche Globus der globalen Agenda. Die Menschen werden einfach getäuscht. Ich meine, mir wurde schon im Kindergarten der Globus gezeigt. Meine Kinder haben im Kindergarten als Abschiedsgeschenk eine aufblasbare Erdkugel bekommen. Und ich habe mir das angeschaut und mir gedacht, oh mein Gott. Uns wird beigebracht, dass die Erde eine Kugel ist, sogar noch bevor wir das sprechen lernen. In jedem Klassenzimmer steht ein Globus. Eines der ersten Arbeitsblätter, das sie uns geben, handelt vom Planeten und Sonnensystem. Ich kann mich sogar noch an dieses Arbeitsblatt erinnern. Ich habe damals alles richtig ausgefüllt. Ich war so stolz. In der Sesamstraße sind Astronauten die Stargäste. Überall bei Disney werden sie uns präsentiert. Es ist alles Programmierung und dein gesamtes Weltbild dreht sich darum. Wenn ihr drüber nachdenkt, sie kriegen uns schon in ganz jungen Jahren mit ihren Lügen. Noch bevor wir anfangen, kritisch zu denken, die Fähigkeit, eigenständig nachzudenken und sich eine Meinung zu bilden. Sie lernen uns Lügen von Anfang an. Die Zahnfee, der Weihnachtsmann, die Dinosaurier. Zum Beispiel der Weihnachtsmann. Wenn du nur brav bleibst, wenn du linientreu bleibst, sei nicht frech, sei nur brav und dann bringt dir der Weihnachtsmann Geschenke. Und dann, ein paar Jahre später, findest du heraus, dass das alles nicht stimmt. Und in den 5, 6, 7 Jahren, wo du an diese Lüge geglaubt hast, wirst du konditioniert, dich ordentlich zu verhalten, damit du genau das tust, was Mama und Papa dir auftragen, damit du genau das erfüllst, was die Lehrer von dir erwarten. Und wenn du realisierst, dass das alles eine Lüge war, hat dein Unterbewusstsein gespeichert, dass es völlig in Ordnung ist, zu lügen. Es ist in Ordnung, Lügen zu akzeptieren. Es ist okay, wenn mich Menschen anlügen. Es ist okay, wenn ich Menschen anlüge. Also ist doch die ganze Welt ein verdammter Lügner. Sie kriegen dich als Kind mit ihren Lügen über die Zahnfee und den Weihnachtsmann. Und dann, wenn du erwachsen bist, bist du nicht mehr in der Lage, den Unterschied zwischen einer Lüge und der Realität zu erkennen. Und wenn du dann tatsächlich eine Lüge erkennst, dann pardonierst du es. Dann bist du passiv, weil du daran gewöhnt bist, dass gelogen wird. Du bist dazu konditioniert worden. Es ist okay zu lügen, es ist okay belogen zu werden.
Wenn eine Lüge auffliegt, zucken die meisten nur mit den Schultern und sagen sich, ich muss im Fernsehen die Nachrichten schauen, ich muss in die Kneipe gehen, ich muss Fußball gucken. Gebt ihnen Brot und Spiele und sie werden sich nie auflehnen. Wenn ich mit Leuten über die flache Erde spreche, dann halten sie das für das Dümmste überhaupt. Sie halten mich für ungebildet. Sie realisieren gar nicht, dass sie selbst nicht wissen, wovon sie sprechen. Und dann fragen sie, naja, was ist mit den Schiffen, die am Horizont verschwinden? Was ist mit den Sonnenuntergängen? Was ist mit den Jahreszeiten? Und dann erkläre ich es ihnen, aber dann werfen sie nur die Arme in die Luft und sagen, warum ist das überhaupt so wichtig? Was für einen Unterschied macht es denn? Ich muss trotzdem morgen in die Arbeit. Und genau da wollen sie dich. Sie wollen, dass du deinen Sklavendienst weiter verrichtest. Sie wollen, dass du den Anweisungen folgst. Sie wollen, dass du das tust, was man dir sagt. Von Gehaltszettel zu Gehaltszettel leben und nicht realisieren, wo du dich befindest. Die Wahrheit ist aber, wir drehen uns nicht unkontrolliert auf einer desorientierten Kugel im All, wo ein Asteroid uns augenblicklich ausrotten kann. Sie wollen uns glauben machen, dass es bald kein Benzin mehr gibt, kein Essen, wodurch jeder einfach nur einen Samen in die Erde stecken muss und durch das Wasser, das vom Himmel fällt, wird Nahrung aus dem Boden wachsen. Es gibt keinen Mangel an Wasser, Nahrung oder Platz. Jede amerikanische Familie könnte einen halben Hektar Land in Texas besitzen und der Rest des Landes wäre leer. Sie lügen über alles. Ihr lasst es zu, dass fremde Menschen eure Kinder erziehen und lehren. Ihr wisst nicht, was sie alles beigebracht bekommen. Wir leben alle nur noch getrennt voneinander. Es gibt keine Harmonie mehr. Sie haben uns auseinandergetrieben mit dieser Lüge, dass wir auf einer Kugel leben, die durchs All fliegt und früher haben hier Dinosaurier existiert. Und wenn so riesige, kraftvolle Kreaturen durch einen Kometen ausradiert werden konnten, was machen dann wir als Menschheit, wenn ein Komet kommt? Dann sind wir erledigt. Das heliozentrische Modell unterstreicht die Theorie, dass wir völlig nutzlos durchs All treiben und es hält uns auch in der Angst. Entweder werden wir in naher Zukunft mit irgendetwas Riesengroßem kollidieren oder von so etwas getroffen und wir werden alle sterben. Oder vielleicht findet ein Comic-Satellit einen fremden Planeten, wo fleischfressende Monster ihr Unwesen treiben. Alles völlig verrückte Narrative, mit denen sie uns bombardieren. Zusätzlich zu den ganzen anderen Ängsten. Werde ich mein Haus erhalten können? Werde ich meine Familie erhalten können? Und dann kann es natürlich immer noch passieren, dass irgendein Stein vom Himmel fällt und dich morgen erschlägt. Noch etwas, das die Menschen nicht wissen. Nicht nur, dass Rockefeller in den 1920er Jahren die Bücher umgeschrieben hat und seine eigene Agenda entworfen hat über das Wissen, das wir erhalten sollten. Es gab da auch noch einen Mann namens Georges Lemaître, der von Einstein übernommen hat. Sie waren gute Freunde. Lemaître war ein katholischer Priester. Ja, ein katholischer Priester, der 1920 gesagt hat, hey, wir sind alle durch einen Urknall entstanden. 1920 war ein verrücktes Jahr, hm? 1920 haben sie verkündet, dass wir aus dem Urknall kommen, dass wir aus dem Nichts explodiert sind. Aha, und wie wird das bewiesen? Naja, das können wir nicht, aber wir behaupten es einfach. Wir haben hier also einen katholischen Priester. Und obwohl sie meiner Meinung nach wussten, dass auch die nicht-religiösen Menschen glaubten, dass die Erde flach und stationär ist, haben sie versucht, die Flacherdler auszugrenzen. Das sind alles Flacherdler, das sind alles religiöse Menschen. Also präsentierten sie einen katholischen Priester und sagten, schaut doch, der ist kein Wissenschaftler, der ist nicht von der Regierung, er ist Katholik. Er ist heilig. Die ganze Sache ist brandneu. Das ist nicht tausende Jahre alt. Die Theorie des Urknalls oder Heliozentrik gibt es nicht schon seit tausenden von Jahren. Sie haben fiktive Figuren wie Galileo oder Kopernikus kreiert, um ihre Agenda zu untermauern. Die neue Weltordnung. Die Art und Weise, wie sie das gesamte Schulsystem und die Struktur, die wir kannten, neu aufgestellt haben. All die Informationen und all das Wissen, das wir besitzen. Wenn sie das für falsch erklären, dann sind sie am Ziel. Eine Nation von Arbeitern, nicht von Denkern. Niemand denkt. Was ist der Umfang der Erdkugel? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wie hoch ist die Umdrehungsgeschwindigkeit am Äquator? Keine Ahnung. Wie schnell umkreist die Erde die Sonne? Cody? Wie schnell bewegt sich die Sonne? Du trägst doch Brillen, du solltest das doch wissen. Alter, du fragst mich hier Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ja, aber Leute, genau das ist der Punkt. Ihr Typen macht euch über die flache Erde lustig, ihr habt keine Ahnung von dem Thema, aber was noch viel schlimmer ist, ihr wisst nicht mal, was euer eigenes Sonnensystem ist.
Sie kennen nicht mal ihr eigenes Modell von der Erde. Du kannst sie fragen, was ist der Radius der Erde? Wie hat man ihn berechnet? Mit welcher Geschwindigkeit umkreist die Erde die Sonne? Wie schnell dreht sich die Erde im Äquator? Wie viele Meilen liegt die Erde pro Jahr zurück? Wie weit ist die Sonne von uns entfernt? Sie wissen nichts von diesen Dingen, aber sie verteidigen es bis ins Mark und machen sich lustig über die Flacherdler. All die Dinge, die ich verurteilt und herablassend abgetan habe, all das, was es mir nicht wert war, auf einmal waren die alle auf meiner Augenhöhe. Und ich erinnere mich, wie ich auf einmal sagte, die Erde ist flach. Ich sehe der Sache ins Auge und ich sehe weiter, ich sehe klarer. Ich fing an, mit Infrarot zu arbeiten. Das kann man in manche dieser Kameras einbauen. Da ich viel fliege, habe ich oben viele Fotos geschossen und war tatsächlich fasziniert über die unglaubliche Flachheit, die du in großer Höhe sehen kannst. Überall, wo ich hinsah, waren Hinweise darauf, dass die Erde flach ist. Das hat mich wirklich umgehauen. Überall. Überall, wo ich hinsah, war die Erde flach. Irgendjemand lügt hier über die Erdkrümmung. Irgendetwas ist hier richtig faul. Als ich nach Orlando flog und über den Golfstrom sah, gleich vor der Küste von Texas und Louisiana, sah ich bis in die weiteste Distanz und man konnte sogar die Lichtstrahlen in einem anderen Winkel sehen. Das hat mich richtig umgehauen. Wenn du also richtig hoch rauf gehst, realisierst du, oh mein Gott, die Erde ist extrem flach. Das wäre auf einem Globus unmöglich. Es gibt keine 8 Inches pro Meile zum Quadrat. Die Gleichung der Erdkrümmung, nämlich 8 Inches pro Meile zum Quadrat, wurde immer und immer wieder als falsch bewiesen. Flacherdler mit ihren P900 und P1000 Kameras sehen permanent Dinge, die viel, viel weiter entfernt sind, als dass es eine Krümmung zulassen würde. Tatsache ist, dass sehr viele Versuche mit Lasern, Kameras gemacht wurden, bei denen Gebirgszüge bis zu 700 Meilen in den Horizont hinein gefilmt wurden, die eben sichtbar sind und das aber nicht sein sollten, wenn wir wirklich auf einer Kugel leben würden. So viel Distanz hat er mit seiner Kamera überwunden und er konnte von dort die Rocky Mountains sehen. Also, da haben wir es. Es gibt keine 8 Inches pro Meile zum Quadrat. Es ist einfach unmöglich, 500 Meilen weit auf die andere Seite dieser Kugel zu sehen. Es gibt keine Gebäude, die nach hinten geneigt sind. Wenn wir Punkt A und Punkt B auf einer Kugel haben, dann dürften sie nicht gerade und aufrecht stehen wie auf einer flachen Erde, dann würden sie so dastehen. Es gibt keine Neigung. Es wurden Distanzen gemessen zwischen den Fundamenten dieser Gebäude und der jeweiligen Spitze. Eben. Und flach. Die Leute betrachten das Meer und sie sehen Schiffe und es macht den Eindruck, als würden die Schiffe und Boote im Horizont versinken, also untergehen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum sie glauben, dass die Erde rund ist. Wenn du auf das Meer oder auf einen See schaust, sieht es ganz flach aus. Hier, schau dir diesen schnurgeraden Horizont an. Sieht flach aus, oder? Fast wie ein Tisch oder ein Brett. Manchmal glaubst du, kleine Hügel oder Berge zu erkennen, die aber nur wie kleine Beulen auf einer flachen Erde aussehen. Während Schiffe hinaussegeln, verschwinden sie nicht gleich auf einmal. Als erstes verschwindet der untere Teil. Siehst du, jetzt ist der untere Teil weg und dann auf einmal das ganze Schiff. Und so ist man darauf gekommen, dass die Erde gekrümmt ist. Es ist zwar eine riesige Krümmung, aber eine Krümmung. Das nennen wir Pseudowissenschaft. Du kannst heutzutage eine Kamera mit einem hundertfachen Zoom kaufen und dann kannst du diese Schiffe und Boote heranzoomen, die zwar die Reichweite deiner Sicht verlassen, aber im Zoom sind sie auf einmal wieder da. Auf der See, schwimmend. Also die Grenze der menschlichen Sichtreichweite ist genau dort, wo der Himmel auf den Grund trifft. Und das aus perspektivischen Gründen. Dort, wo sie zusammenkommen, dort ist die Grenze der Sehkraft. Und das nennen wir Horizont. Und der Horizont ist optisch. Mit einem starken Zoom-Objektiv kannst du diese perspektivische Verbindung wieder auflösen und so Dinge sichtbar machen, die du vorher nicht mehr sehen konntest. Wenn man dann wieder rauszoomt, geht es wieder zusammen und die Dinge verschwinden wieder in und nicht über den Horizont. Wir können Skylines sehen, die wir eigentlich nicht sehen sollten.
Die Sichtweite von bis zu 500 Meilen entkräftet die ganze 8 Inches pro Meile zum Quadrat-Theorie. Fotogrammetrie ist meiner Meinung nach die beste Methode, sich selbst davon zu überzeugen. Du machst etliche Fotos vom Boden, dann lässt du es durch die Software laufen und dann siehst du, wie flach es tatsächlich ist. Du siehst deine selbst erstellten Daten, niemand lügt dich an, es gibt keinen Jay Tolan, das bin ich, der dich versucht zu trollen oder sonst irgendetwas. Du hast deine Daten selbst erstellt, es ist nichts Vorgekautes von SpaceX oder NASA. Du stellst deine eigenen Forschungen an. Ganz oft, wenn man auf das Wasser schaut, sieht man Wellen und diese Wellen können ganze Städte in der Sicht blockieren. Wenn das hier eine Welle wäre und mein Gesicht wäre die Silhouette einer Stadt, dann würde sie nur den unteren Teil blockieren. Aber wenn diese Welle näher bei dir wäre, würde sie viel mehr Sicht verhindern. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Also ich dachte, ich würde nichts Besseres als das finden, aber dann stieß ich auf das hier. Dieses Foto, aufgenommen in State Park, von Joshua Nwiki. Was Sie hier sehen, ist eine Fata Morgana. Normalerweise würden wir das gar nicht sehen können, weil es nur von viel weiter oben im Himmel oder sogar aus dem All sichtbar wäre. Das ist einer der populärsten Berichte auf unserer Webseite überhaupt. Sie sagen, dass meine Erklärung dafür eine Vertuschung ist. Eine Vertuschung ihrer Überzeugung, dass dieses Foto ein klarer Beweis dafür ist, dass die Erde flach ist. Das eine große Ziel, das ich hatte, war, dass ich beweisen wollte, dass das, was die Menschen auf der anderen Seite des Michigansees sehen, keine Fata Morgana ist, sondern dass man tatsächlich die Stadt sieht. Es ist faszinierend, mein Freund. Es ist definitiv keine Fata Morgana. Das kann ich dir versichern. Unser Fokuspunkt war der Sears Tower. Auch bekannt als der Willis-Turm, richtig? Der Willis-Turm. Der Willis-Turm. Und wir können ihn die ganze Zeit sehen. Wir können ihn die ganze Zeit sehen. Das ist keine Fata Morgana. Das ist keine Fata Morgana. Das ist der Beweis. Genau da. Ich war schockiert, als ich herausfand, dass es immer noch viele Menschen gibt, die glauben, die Erde sei flach. Für sie ist das hier tatsächlich ein Beweis dafür. Einer hier zweifelt mich an und verlangt, dass ich die Berichte und Lügen zurücknehme. Manche sind auch sehr freundlich und fragen mich, ob ich mir sicher bin, das Richtige zu tun, weil die Erde doch tatsächlich flach sei. Manche sind aber auch sehr direkt und nennen mich eine Betrüger. Ich solle aufhören, Lügen im Fernsehen zu verbreiten. Es hat mich dann auch zweifeln lassen. Waren bzw. sind meine Kalkulationen überhaupt korrekt? Nein. Natürlich kann man Chicago aus dieser Entfernung sehen. Es ist die Skyline von Chicago. Wir können sogar noch viel weiter entfernte Dinge sehen und es auch beweisen. Du kannst es selber beweisen. Du kannst dort an einem klaren Tag hingehen und es selber sehen. Du kannst die gleichen Versuche machen und es dir selber beweisen. Das ist doch sowieso das Beste, richtig? Beweise es dir selber und verlasse dich nicht auf das, was andere sagen. Mach dein eigenes Experiment. Es ist keine Fata Morgana. Es ist keine optische Täuschung. Es ist Chicago. Aus mehr als 60 Meilen Entfernung. An einem nebligen Tag können wir nicht einmal genau die Verkehrsschilder auf der Straße erkennen. Und sie versprühen unseren Himmel permanent mit dem ganzen Mist. Ihr könnt jetzt in eure Wetter-App schauen und die Sichtweite aufrufen. So weit können wir sehen in den jeweiligen Wetterlagen, sagen sie. Es gibt so viele Faktoren, die uns nicht so weit sehen lassen. Wir sind keine Superhelden. Nimm jede flache und gerade Straße in deiner Umgebung. Versichere dich, dass sie plan ist und dann nimm deine Videokamera, stell sie auf den Boden und betätige deinen Zoom. Das Bild wird sich verzerren und verschwimmen und dann sagen die Globusgläubigen, dass der Grund dafür ist, dass die Straße eine Krümmung macht. Da ist sie, die Krümmung. Aber es ist eben nur eine optische Täuschung. Das ist alles. Und es wurde schon so oft repliziert. Es gibt keine Krümmung. Hört auf, euch selbst zu belügen. Und sogar die Sonne, wenn sie über diese große Ebene wandert und schließlich untergeht, verschwindet sie aus perspektivischen Gründen. Ihr seht sie kommen über so einer immens großen Fläche. Dass die Sonne erscheinen und wieder aus eurer Sichtweite verschwinden kann, und zwar hinter so vielen falschen Horizonten wie Bergen, Bäumen, Wäldern, Städten, einfach vielen sehr hohen Dingen.
Und vergesst nicht, die Sonne ist viel kleiner und nahe. Das ist ein hochintelligent erschaffener Ort, an dem wir sind. Die Sterne drehen sich um uns. Und zu wissen, dass wir nur einen bestimmten Grad an Licht wahrnehmen können, circa 1%, es sei denn, du bist auf DMT, dann kannst du sicher viel mehr Lichter sehen. Aber normalerweise können unsere Augen so viele Lichtquellen gar nicht wahrnehmen. Alle Zivilisationen in der Antike sprachen von anderen Lichtkörpern am Himmel, die manchmal zu sehen sind, manchmal auch nicht. Es ist doch verrückt. Bei einer Sonnenfinsternis kann man den Mond nicht sehen. Als Kind fragte ich mich, wohin ist der Mond verschwunden? Und man sieht nur diesen großen schwarzen Kreis am Himmel. Und dann auf einmal ist alles wieder so wie vorher. Und ich wunderte mich, was gerade passiert war. Bei einer totalen Sonnenfinsternis hat der Schatten, den der Mond auf die Erde wirft, einen Durchmesser von nur 70 Meilen. Das ist praktisch unmöglich. Aber dann erzählen sie uns von Umbra, Penumbra und Antumbra, nur um deinen Geist zu verwirren. Wir haben eine unendlich weit entfernte Sonne, die diagonale Strahlen von der Seite und gerade Strahlen aus der Mitte sendet und die sich dann kreuzen. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich war damals während der Finsternis 2018 live geschaltet auf YouTube in Amerika bei einem Live-Event. Wir warteten alle gemeinsam darauf, dass der Mond tatsächlich erscheinen würde, um diese Finsternis auszulösen. Aber kein Mond war zu sehen. Das hat mich umgehauen, dass kein Mond zu entdecken war. Ich aber selbst Zeuge war, wie die Sonne durch ein Objekt verdeckt wurde. Warum können wir es nicht beobachten, wenn sich der Mond der Sonne nähert, sich vor die Sonne schiebt und danach wieder verschwindet? Wir sehen es nicht. Wir sehen nur einen schwarzen Kreis, der die Sonne verdunkelt. Wir sehen den Mond nie neben der Sonne. Der Grund dafür ist, sagen sie, dass die Sonne so hell ist. Wenn der Mond eine totale Sonnenfinsternis verursacht, sollte man doch die Bewegung des Mondes sehen können, mit den eigenen Augen, mit einer normalen oder mit einer Infrarotkamera. Aber es konnte nie beobachtet werden. Es gibt nur die Anti-Flacherdler, die mit gefälschten Bildern von der Finsternis werben. Es gibt kein Video davon. Wie beeindruckend wäre das, wenn man es von der ISS filmen würde oder vom Mond selber aus? Wird nie passieren, denn ich glaube nicht, dass der Mond, den wir sehen, das ist, was die Sonne verdunkelt. Es gibt viele alte Mythen über andere dunkle Himmelskörper. Es könnten anormale Körperschaften da oben sein, die nicht für uns sichtbar sind. Himmlische Körper, die wir vielleicht nicht sehen können. Das Spektrum ist so groß und wir können nur 1% sehen. Von all diesen Lichtstrahlen, Gammastrahlen, Röntgenstrahlen, wir können bestimmte Energien und Lichtfrequenzen gar nicht sehen. Was tatsächlich passiert, wenn die Sonne vom sogenannten Mond verdunkelt wird, ist es eben nicht der Mond, sondern der nördliche Mondknoten. Es gibt dokumentierte Daten in der Vergangenheit, wo eine Sonnenfinsternis berechnet und angekündigt wurde. Und dann war nirgendwo ein Mond am Himmel. Nirgendwo. Gar nirgends. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Es muss einen anderen Himmelskörper geben. Eines der ältesten antiken Symbole ist die schwarze Sonne. Ein Himmelskörper, den wir vielleicht nicht wahrnehmen können. Viele alte Zivilisationen berichten immer wieder von einer schwarzen Sonne. Warum wurde hunderte, wenn nicht tausende Jahre darüber gesprochen und jetzt auf einmal gilt die schwarze Sonne als etwas Böses? Ja klar, sie verkaufen es uns als etwas Bedrohliches, Böses, von dem man sich fernhalten soll. Sie wollen schon nicht, dass wir die echte Sonne da oben mögen. Sie schieben sie so weit weg, dass sie für uns nicht von Bedeutung sein soll. Aber es gibt einen Grund dafür, dass sie uns nah ist. Es gibt einen Grund dafür, dass die Sonne da ist. Möglicherweise gibt es weitere Sonnen und Monde außerhalb der Antarktis. Möglicherweise gibt es weitere Sonnen und Monde hier in unserer Welt, die wir einfach nicht sehen können. Und wenn wir über die Jahreszeiten sprechen, die Jahreszeiten selber beweisen, dass die Erde eine stationäre Ebene ist mit einer lokalen Sonne. Wenn die Sonne sich über der Erde dreht, hier im Wendekreis des Krebses, dann haben die Menschen dort Sommer. Aber 6 Monate später ist die Sonne hier drüben. Sie wandert hier hinüber.
Also ist jetzt in Australien, Südafrika und Südamerika Sommer, weil die Sonne lokal ist. Sie ist nicht 93 Millionen Meilen entfernt. Die Sonne und der Mond, die sich drehen und saisonal in die Mitte ziehen, um dann wieder herauszuziehen, das macht perfekten Sinn. Ganz im Gegensatz zu einer drehenden Kugel, die an einem unsichtbaren Haken im Himmel hängt, in einem Winkel von 66,6 Grad einer vermeintlichen Erdachse, die die Erde kippt. Die Leute müssen aufhören, eine Theorie zu verteidigen, die ihnen seit dem Kindergarten eingetrichtert wurde. Theoretisch müsste bei jedem Sonnenaufgang arktische Kälte herrschen, denn da wäre die größtmögliche Neigung. Schlimmer noch, in der nördlichen Hemisphäre, im Helio-Nonsense-Modell, ist die Sonne im Sommer 3,5 Millionen Meilen weiter entfernt. Aber wenn die Sonne im Horizont erscheint, fühle ich doch sofort die Wärme in meinem Gesicht. Ich kann im Juni einen Sonnenbrand bekommen. Aber im Dezember kann ich um 12 Uhr mittags, dann, wenn die Sonne am höchsten steht, hinaufschauen und fast keine Wärme spüren. Und da ist sie aber angeblich 3,5 Millionen Meilen näher. Die ganze Neigungsgeschichte macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn die Sonne auf dieser Seite ist, beleuchtet sie eben auch nur diesen Teil der Erde, weil sie lokal ist. Und dieser Teil ist dunkel, dort wo es Nacht wird. Es ist also eigentlich sehr leicht zu verstehen, Tag und Nacht, die Jahreszeiten, auf einer flachen Erde zu erklären. Sonne, Mond und Sterne drehen sich über unseren Köpfen wie ein perfektes Uhrwerk. Und wenn die Sonne unsere Sicht verlässt, nimmt sie das Licht mit. Das ist alles mit so viel schöpferischer Kraft entworfen worden. Die Sonne bewegt sich tatsächlich um ca. 15 Grad pro Stunde. Und wenn sie sich dem Horizont nähert, bleibt sie stehen. Sie bleibt und bewegt sich mit einer anderen Geschwindigkeit. Ich habe das schon mehrere Male mit meiner Drohne gefilmt. Ohne Luftfeuchtigkeit und nicht über dem Wasser. Sie stoppt einfach und sitzt irgendwie da, bis sie irgendwann in der Ferne verschwindet. Aber wegen der Perspektive haben Freunde von mir denselben Sonnenuntergang unten am Strand 10 Minuten früher erlebt, weil sie das Ganze übers Wasser beobachtet haben, mit einem Hügel und einer Baumreihe dazwischen. Hunderte von Metern hoch. Aus ihrem Blickwinkel ist es auf Augenhöhe. Und während die Sonne untergeht, wird sie eben von diesem Hügel mit der Baumreihe verdunkelt. Wasser. Es ist immer flach, es ist immer plan. Angefangen am nördlichsten Punkt vom Michigansee, geht es dann südlich entlang dieser roten Linie hier. Der ganze Michigansee liegt 574 Fuß über dem Meeresspiegel. Es gibt kein Gefälle, es gibt keine Krümmung. Die Aufnahmen zeigen, wie eine unberührte und unbewegte, plane Wassermasse aussieht. Drei Eigenschaften von Flüssigkeiten sind: sie haben Masse, sie nehmen Platz ein und sie nehmen immer die Form ihres Gefäßes an. Die physikalische Natur von Wasser hat immer zum Ziel, eine waagerechte Oberfläche zu haben, ob es in einer Tasse ist oder in dem See hinter mir oder im Meer, in den Ozeanen. Deswegen nennt man es ja auch Meeresspiegel, weil es flach und waagerecht ist. Wer auch immer euch davon überzeugen will, dass Wasser sich auf einem Ball krümmt, das stimmt einfach nicht. Das ist der beste Beweis für alles. Alleine das Wasser. Wasser allein beweist die flache Erde, weil Wasser immer waagerecht bleibt. Punkt. Wasser krümmt sich nicht. In seinem momentanen Zustand strebt es immer nach einer Ebene. Wenn es auf den Boden tropft, strebt es nach Ebene und bleibt plan. Ich habe früher nicht einmal daran gedacht, dass Wasser ja immer in der Waagerechten bleibt. Ich meine, das alleine ist ja schon überwältigend genug in dem Zusammenhang. Natürlich hält Wasser immer die Waagerechte, wenn es ruhig ist und nichts vor sich geht. Schau dir einfach nur einen stillen See an. Der ist flach. Der kann sich doch gar nicht krümmen. Es gibt nichts, was du sagen oder tun kannst, um jemals zu beweisen oder zu zeigen, dass Wasser sich krümmt. Wasser braucht ein Gefäß und egal, was du tust, es bleibt immer waagerecht. Die flache Erde beweist ohne Zweifel die Existenz eines göttlichen Entwurfs und eines Schöpfers. Wir sind alle von großer Wichtigkeit hier in der Mitte des Universums. Ja, es ist absolut unerlässlich, dass uns bewusst ist, dass es einen Schöpfer gibt.
dass die Sonne, der Mond und die Sterne sich um uns drehen, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir in der Mitte des Universums stehen. Ich bin erst Millionär geworden, als ich das realisiert habe. Jetzt habe ich meine Bedeutung. Wenn du einmal begriffen hast, dass du die Mitte der Schöpfung bist, dann verändert sich alles. Im Grunde genommen holen wir uns gerade selbst aus der Matrix heraus. Wir holen uns aus diesem heliozentrischen System heraus. Und wenn wir das tun, hören wir auch auf, die Machtsysteme dieser Welt zu füttern. Denn sie brauchen die Energie unserer Angst, unsere Sklavendienste. Sie wollen alles von dir und die Menschen geben es ihnen immer weiter. Aus Unwissenheit. Ich möchte nicht, dass meine Kinder belogen werden. Ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder belogen werden. Also wenn das alles aufhören soll, dann fängt es jetzt bei dir an. Sie vererben diese Dinge. Als ich ins Gymnasium ging, war ich geschockt, als ich merkte, dass niemand mehr am Lernen interessiert war, sondern nur noch daran, die Prüfungen zu bestehen. Auf der einen Seite haben wir viele, viele Wissenschaftler, die bewiesen haben, dass die Erde stationär ist. Und auf der Globusseite haben wir nichts. Also ist die Erde stationär. Niemand denkt daran, wie einfach es ist, das alles zu tun. Und sie haben es hingekriegt, leider. Aber jetzt sind wir da, um das alles zurückzudrehen, wieder umzudrehen. Und sie hassen uns dafür, von links und von rechts. Lasst uns in Ruhe mit diesem flache Erde-Mist. Es ist nicht wichtig. Es ist das Wichtigste überhaupt. Es öffnet uns den Zugang zu allem anderen. Ihr wollt die Wahrheit wissen? Dazu müsst ihr wissen, wo ihr seid, wo ihr lebt. Diese ganze Agenda dient doch nur dazu, die Menschen von ihrem Schöpfer zu trennen und fernzuhalten. Sie wollen uns unserer Spiritualität berauben. Deswegen verkalken sie auch vorsätzlich unsere Zirbeldrüsen. Sie scheren sich nicht um unsere Gesundheit. Das kann man an dem Zustand unseres Trinkwassers erkennen. Sogar das in Flaschen abgefüllte Wasser ist versetzt mit Chlor und Fluor. Alles chemische Abfallprodukte, die sie umbenennen und als reinigend darstellen. Alte Heilmethoden, die die Menschheit über Jahrhunderte gesund gehalten haben, werden ausgelöscht und es wird uns gesagt, das ist nicht gut für dich. Das ist nicht sicher. Hier sind unsere Produkte. Aus Erdöl hergestellte Pharmaprodukte, die sie uns seit den letzten 100 Jahren aufgezwängt haben. Schaut euch doch die Gesundheit der Welt an. Ist unsere Nation gesund? Gibt es noch ein gesundes Volk? Nein. Und wer ist verantwortlich für das Gesundheitswesen? Die Regierung. Alles, was sie anfassen, wird zu Scheiße. Warum lassen wir das immer noch zu? Hört auf, die ganzen Rockefellers und Rothschilds zu verteidigen. All diese Idioten, die diese neue Weltordnung wollen. Die aktuellen, Bill Gates, Klaus Schwab, all diese Leute drängen darauf und es macht den Eindruck, als wären wir schon fast dort. Wir versuchen, das zu verhindern. Wir versuchen, es aufzuhalten und die Leute aufzuwecken, damit wir wieder eine friedliche und liebevolle Welt haben können. Aber ihr attackiert uns. Auf welcher Seite seid ihr? Wir versuchen, diese bösen Instanzen außer Kraft zu setzen, die unser Wissen unterdrücken wollen. Wir wollen dieses Wissen wieder zurückbringen in die Welt, damit wir unsere Macht zurückholen können. Wenn es wirklich mehr Land gibt, wenn eine Milliarde von Menschen morgen herausfinden würde, dass sie neue Gebiete und Bevölkerungsstämme entdecken könnten, Zivilisationen, neue Technologien, neue Tierwelten, das ganze System würde zerfallen. Und ich weiß, es gibt viele Menschen da draußen, viele berühmte Persönlichkeiten, große Namen mit vielen Anhängern. Ihr kennt die Wahrheit über diese Welt und haltet sie aber im Geheimen, um euer Vermögen zu schützen. Aber jetzt ist die Zeit, um sich sichtbar zu machen. Denn alles zerfällt, alles ist dabei zu verschwinden. Und wenn wir nicht bald was tun, dann werden sie die Welt endgültig übernehmen. Es braucht nur einen Menschen mit einer großen Gefolgschaft und dann wird es sich viral verbreiten. Das gesamte System würde kollabieren. Denn die ganze Kontrolle, die sie über uns ausüben, basiert auf dieser heliozentrischen Lüge.